Hi, was geht? Ganz kurz vorab, alles was ihr seht ist aufgenommen mit einem Telefon, weil ich habe die Kamera vergessen, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind auf der Levada Nova unterwegs. Das ist eine Levada, also Levada sind so kleine Wasserläufe. Und hier soll auch irgendwo ein Wasserfall sein, aber wo genau ist jetzt unbekannt und ich glaube, es ist auch sehr, sehr weit dahin zu laufen. Aber ich dachte, ich nehme trotzdem mal das Handy raus und filme so die ein oder andere Location. Ne? Also, wisst ihr Bescheid, willkommen zu dem neuen Vlog. Also je nachdem, was man für eine Levada bereist, sage ich jetzt mal, ist es mal besser und mal weniger besser abgesichert. Also hier geht es schon direkt sehr, sehr weit runter. Man muss auf jeden Fall immer gut aufpassen. So wie du da vorne, ne? Gut aufpassen. Naja, hey, immerhin jetzt ein kleines Geländer. Aufnahme und leg das Handy dann so hier so dran. Das hier ist im Übrigen so eine Stelle, die ich meine. Die ist, ein Fehltritt. Junge, Junge. Ich habe jetzt auch keine Wanderschuhe an, weil wir eigentlich woanders hin wollten. Aber ja, einfach immer vorsichtig sein. Steinwände sind natürlich meistens auch ungesichert. Das ist auch noch eine absolute Gefahrenquelle tatsächlich. Denn wenn man falsch steht, dann... Das Ding ist, man liest doch immer wieder von Touristen, die auf so Levada-Wegen auf einmal verschütt gegangen sind oder einfach verschollen gegangen sind oder halt auch gestorben sind oder sich extrem verletzt haben. Also man sollte halt wirklich immer mit einer gewissen Portion Vorsicht an die Sache rangehen. Die Levadas niemals unterschätzen und vor allen Dingen niemals neben den Wegen laufen. Das ist halt echt crazy. Naja, ich meine, selbst wenn es jetzt nicht mehr bis zu dem großen Wasserfall gehen sollte, das war ja auch ein Wasserfall, so ein Trostpreis-Wasserfall. Ganz wichtig, viel trinken. Nicht unterschätzen, auch wenn man denkt, so, ja, sind ja nur 24 Grad. Nicht ohne Wasser raus. Und am besten nicht aus der Levada trinken. Das wäre, glaube ich, nicht so geil. Die sind nämlich dafür da, um Felder zu bewässern und nicht unbedingt, um daraus zu trinken. Du musst auch was trinken, ne? Ja, ich trinke schon. Zeig. Bitte mal. Zeig, Vorbildfunktion. Sehr gut. Perfekt. Mann, ist das hier eine Aussicht, ey. Boah. Also, man sagt ja immer, dass die Levadas dafür da sind, um Felder zu bewässern. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier früher mal so war und das hier so eine Art Feld war. Und dann kann man wahrscheinlich, ist jetzt nur eine Theorie, hier das Wasser mal kurz wie in so einer Art Damm stoppen und dann aufs Feld leiten sozusagen, oder? Also hier dann aufmachen und dann kommt das Wasser hier raus und bewässert das Feld. Ja, also für mich macht das Sinn. Aber schreibt gerne mal was in die Kommentare. Okay, mal ganz kurz, damit ihr wisst, wie weit wir jetzt schon gelaufen sind. Da hinten, da, an der Spitze, sind wir gestartet in etwa und sind dann den ganzen Weg bis hier hingelaufen. Das ist schon sehr, sehr weit und so langsam geht unser Wasser aus. Das heißt, wir gehen nur noch ein bisschen und dann irgendwann auch wieder zurück, weil ohne Wasser ist Quatsch. So, wir haben uns jetzt entschlossen, den Wasserfall nicht weiterhin zu suchen und einfach zurückzugehen, weil das ist noch so weit. Wir haben jetzt aktuell kein Wasser mehr und ja, nicht, dass es auch dann irgendwann dunkel wird, weil ihr habt ja gesehen, was mit den Laternen passiert ist. ich zeig euch mal, wo lang es noch geht und ja, dann wisst ihr wahrscheinlich Bescheid. Eigentlich haben wir gehofft, dass der Wasserfall irgendwo dort ist, aber es geht noch komplett hier so entlang und dann nochmal rum. Also das ist ein bisschen viel und ja, deswegen hauen wir jetzt hier erstmal wieder ab. Ich meine, ist ja nicht so, dass man hier nicht nochmal hin könnte oder so, aber das Ding ist, Paula hat auch nur, was hast du gegessen? So ein Stracciatella-Joghurt, ne? Ja. Ja, ja, das ist das Einzige, was sie gegessen hat und so langsam kriegt sie auch Hunger. Ich auch. Ja, aber das ist ja Standard. Ich habe immer Hunger. Und von daher gucken wir jetzt mal, dass wir irgendwo in der Nähe was zu essen finden. Mhm. So, was geht? Wir waren gerade essen. Ich blende das mal kurz ein. Ich konnte jetzt leider nicht in diesem Lokal filmen, weil da halt Musik lief. Ne? Und das geht dann leider nicht. Es war sehr lecker. Okay, wir sind noch ein Stückchen weitergefahren und zwar nach Ponta do Sol. Und jetzt
wird es erstmal dunkel. Krasser Tunnel, oder? Aber das ist noch nicht alles, denn wenn ich euch einen Wasserfall verspreche, dann bekommt ihr auch einen Wasserfall. Was eine Abkühlung! Paula ist auch durchgelaufen, das konnte ich nur leider nicht filmen, weil da ganz viele andere Leute waren. So, ich will jetzt nicht einfach in die Menge von Menschen filmen. Ich hoffe, die Aufnahmen waren ganz geil. Das ist ein geiler Wasserfall. Da kann man auch mit seinem Auto oder so durchfahren oder auch mit dem Taxi oder sowas. Das ist ganz entspannt, wirklich. Also, es macht sehr, 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 sehr viel Spaß.